Hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play The Witcher 2 hier auf gronkh.de. Ja. Baron Fellhard hat immer schon durchblicken lassen, dass er gern die Seiten wechseln würde. Ein Schurke, wie er im Buche steht, dieser Fellhard. Der Rest hat riesen Angst vor Saskia und ihrer Bande von Bauern und Anderlingen. Sie sind nicht gewappnet für einen Krieg, das ist ihnen klar. Was ist mit dem Avens Bengel? Hat er sich auch verkauft? Fürst Stannis blieb die Antwort schuldig, aber Fellhard hat uns versichert... Ich muss ihm dabei schon in die Augen sehen. Erst dann weiß ich, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Wir grüßen untertänigst seine Majestät Henselt, König von Kedwan, Stammhalter derer von Einhorn, Herrscher auf Ard Carreh, Erzherzog zu Ban Ard, Bezwinger Nilfgaards. Bla, bla, bla. Wie viel verlangt ihr? Majestät, belieben zu scherzen. Es ist mir ernst, todernst. Was kostet eure Unterschrift? Wir dachten da an 100.000 Novigrader Kronen und den Titel eines Marquis. Für jeden. So, so. Oberedirn, das sind Silber- und Kohleminen, zahlreiche Manufakturen, der einzige Marmorsteinbruch diesseits der Jaruga und ein Handelsweg von Ost nach West. Es heißt Niedermark. Ihr tätet gut daran, die neuen Bezeichnungen zu lernen. Im Gegenzug leisten wir Majestät den Lehnseid und erkennen euch als den rechtmäßigen Herrscher über dieses Land an. Ja, was machen wir jetzt? Ihr bekommt die Hälfte, ihr bekommt gar nichts. Na gut, es ist nicht meine Kohle, sondern Hänsels, deswegen geben wir diesen Spinnern wenigstens die Hälfte. Ihr bekommt 50.000 und den Titel könnt ihr vergessen. Dafür stellt ihr meinem Heer Führer, Verpflegung und Quartier in euren Schlössern. Aus euren Soldaten wird ein Spezialkorps unter Kommando des Magiers Detmold gebildet, das den Auftrag haben wird, den Bauernaufstand niederzuschlagen. Herr, die Menschen werden uns nicht begreifen. Ja, Fellhard. Sie werden euch hassen. Doch immerhin lebt ihr. Dazu recht betucht. Ihr könnt euch auch von der Drachentöterin Saskia umbringen lassen. Oder von mir. Ja, Pest oder Cholera. Majestät, wir nehmen eure Bedingungen an. Detmold, das Dokument. Doch da ist noch die Sache mit Fürst Stannis und seinen Rechten an diesem Land. Solange er lebt, solange der Fürst lebt, wird er dieses Land für sich beanspruchen. Mach ihn eben kalt, Fellhard. Majestät, ich bin kein Krieger. Dann halt endlich den Mund und unterschreib. Herr, die Drachentöterin ist mit ihrer Gesandtschaft unterwegs hierher. Ausgezeichnet. Lasst sie durch. Na wird's bald. An die Feder. Her mit der Unterschrift. Aus reiner Neugier. Was kostet Oberedern eigentlich? 50.000. Wie viel würdest du denn verlangen, mein Liebchen? Majestät, verbietet diesen Trottel das Maul, sonst ziehe ich ihm die Zunge lang und knote ihm den Hals damit zu. Ich, Herr, lass sie festnehmen. Klapp endlich das Gesicht zu, Detmold. Diese Saskia gefällt mir. Frau, was willst du von mir? Zieh dich mit deinem Heer zurück. Erkenn Oberedern als unabhängig an. Hör mit der Verfolgung von Anderlingen auf und gib ihnen freien Abzug aus deinem Reich. So rettest du dich und dein Herr. Wie dreist du bist, Weib. Meine Soldaten würden mich für feige oder verrückt halten. Ich bin Henselt von Ard Carreh. Ich kusche nicht vor Weibern. Auch nicht, wenn sie Drachen töten. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich fordere dich zum Zweikampf, König. Hier und jetzt. Vor den Leuten und ihren Göttern. Wie früher, als noch Menschen mit Ehre im Leib über die Welt herrschten. Und Oberedirn geht an den Sieger. Die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Fordert den König heraus. Herr, auf dem Schlachtfeld machen wir sie nieder. Aber diese Frau hier tötet angeblich Drachen. Sie könnte gefährlich sein. Ich werde kämpfen. Ich habe was anderes mit dir vor. Nee, wir werden natürlich kämpfen. Das macht sie zu einem würdigen Gegner. Enttäusch mich nicht, Drachentöterin. Zeig mir, was du kannst. Fangen wir an. So.
Muss ich jetzt gegen Saskia kämpfen? Kann ich mich auch selbst umbringen? Von dem, wie kämpfe ich? So, Hänsel. Im ritterlichen Zweikampf treten gegeneinander an. Hänselt von Art Carey, König von Kedwin, Herrscher über Kedwin, vom Stamm des Einhorns. Und Saskia, das Weib, das einen Drachen erschlug. Der Sieger erhält Oberedirn. Mögen die Götter weise entscheiden. Wohlan denn, lasst uns beginnen. Ja, los geht's. Kämpfe gegen Saskia. Boah. So, kann ich irgendwelche Moves machen? Ah ja. So, okay. Bisschen derbe in die Luft schlagen. So, Saskia, komm her. Was ist das denn? Die wehrt sich ja gar nicht. Oh, doch. Ich bin bestimmt unbesiegbar, weil ich glaube, das gehört zur Story, dass ich jetzt Saskia besiege. Ja, ja, sie macht mir kaum Schaden. Also, okay, gut, dann mache ich sie jetzt kalt. Wenn es das Spiel so will. Tja, Saskia, das war's gewesen für dich. Oh, schade. Oh, sehr schön. Stopp! Stopp, im Namen von Grevel, Freya und Melitele. Was passiert jetzt? Hänsel wird doch nicht... Aua, oh, das tut sicherlich weh. Oh, mit dem möchte ich nicht tauschen. So. Blut. Hänsel, was hast du da angestellt? Oh, das sieht sehr übel aus. Was war das eigentlich für ein Stein? Oh, oh, ich befürchte das Schlimmste. Ich glaube, Hänsel hat jetzt hier irgendwas freigelassen. Okay. Was war das jetzt? Erstmal gibt es einen Ladebildschirm. Ah, Geralt. Und Vernon Roche. Der Typ im Ausguck. Er schreit ho. Und der hat einen halben Truthahn auf dem Kopf. Ich glaube, die haben die Hosen gestrichen voll. Was denn, Civic? Hast du eine Schnapsbirne? Erkennst du mich nicht? Oh Mann, ich glaube, mein Kater badet. Was suchst du denn hier, Roche? Der Hexer. Ist mir bekannt, wer das ist. Der Königsmörder beim Lager des Königs. Und nicht einmal in Ketten. Locker, Jungs. Er ist nicht der Mörder. Ich bürge für ihn. Und den König nun... Euren muss ich dringend sprechen. Da wird sich der gnädige Herr Ritter wohl gedulden müssen. Oh, oh. Das Amulett. Keine Bewegung, Mutant. Hol mal einer den Hauptmann. Und eine Leine. Wir werden das verdammte Untier fesseln. Nein, Civic, nicht nötig. Wo finde ich den König? Draußen auf dem Feld. Er verhandelt gerade. Königsmörder, lass die Waffen fallen. Oder muss ich dir erst meine in den Hintern rammen? Geralt hat irgendeine Vorahnung. Halt ja still, Mutant. Irgendwas passiert da hinten. Lass deine Hände sehen. Feuer! Macht ihn fertig! Gut reagiert. Ja, Geralt flitzt jetzt. Was zum Teufel? Oh oh. Gar nicht gut, gar nicht gut. Oh, Hänsel, du Trottel. Das sieht nach ganz böser Magie aus. Und das sieht noch ganz viel übler aus. Was passiert hier? Untote Soldaten? Oh, Hänsel, ich glaube, du kriegst jetzt erstmal den Arsch voll. Ah, nee, da kommt Geralt. Das Silberschwert in der Hand. So, jetzt geht's hier auch direkt los. Das waren mal meine Soldaten. Sabrinas Fluch. Ja, Sabrinas Fluch.
Okay. Ja. Ich will aber jetzt mal Quen drauf machen hier. So, jetzt. So, jetzt wieder auf Art. So, kommt her, Geister. Jetzt gibt's hier aufs Fressbrett. Und volles Rohr. Komm her. Sprungbam. Huhu. Geralt, die Metzelmaschine. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal eine Runde? Voll auf die 12. Und zack, zack, zack. So, aufpassen, nicht den armen Wörnen hier in zwei Spalten. Dafür aber den hier. Oh, 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 Quen ist weg. Quen ist weg, Quen ist weg, Quen ist weg, Quen ist weg. Ah, ich habe keine Energie, ich habe keine Energie. Oh, oh, ganz, ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Hilfe! Ah, Quen drauf, sofort. Ah, ich will auch Quen machen, Geralt. Was machst denn du da? Och, Menno. So, da hinten ist hier Sheila der Tanker will. Die macht auch mal ausnahmsweise mit. Denn sonst hält sie sich ja immer ein bisschen mehr zurück. So, ganz schön vorsichtig sein, ne? Ich bin nicht mehr ganz so immer wie im ersten Teil hier. Sprung, bam, und dann... So. Oh, 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 ja, 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 ja. Ich sollte mich ein bisschen so durch die Gegend werfen und wieder Quen drauf. So. Ein bisschen den Schaden reflektieren. Und es geht weiter. Wir lassen die Klinge zischen. Spalten seinen Arsch in zwei Hälften. Bam. Komm her. Oh, 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 jetzt sollte ich wieder ein bisschen kurz mal auf Abstand gehen. Und Quen wieder drauf. Und das ist doch alles schön hier. So. Da frisst er einmal das Schwert und dem auch noch das Gesicht zerstört. Und dann noch den Hänsel umgebracht. So möchte ich das sehen hier. So, da hinten sind noch... Oh, oh, was sind das denn? Das scheinen ja ein paar größere Jungs zu sein. Habe ich noch... Ah, Quen ist noch aktiv. Ein Dragur. Ja. Kann ich von diesen Kerlen halt... Ja. Verrecke ist eine gute Idee. Aber die kriegen verdammt wenig Schaden, ne? So. Jetzt hier. Volles Pfund drauf hier. Nach minimalen Schaden. Hm, vielleicht aufs normale Schwert wechseln. Vielleicht geht's dann besser hier. Nee, auch minimaler Schaden. So. Gut, dann wieder auf das Silberschwert zurück. Oh, nein, nein, nicht auf mich. Nicht auf mich losgehen. Ah, Geralt, jetzt schütz dich doch mal selbst. Ich glaube, der anderen, den haben wir gleich Daumen von den beiden Ungetümen. So. Ein paar harte Hiebe hier. So. Um dem wäre es gleich geschehen. So. Tschüss, Junge. Grüß den Teufel von mir. Und jetzt bist du dran. Tschüss. Ah, geschafft. Super. Wo kommen die denn plötzlich her? Hm, schlechter Schnitt. So. Oh, oh. The Witcher meets Resident Evil. Ah, Deadmold haut jetzt hier mal den Imba-Simba-Zauber raus. Ja, fällt ihm aber auch ganz früh ein. So, das wäre geschafft. Dead bodies everywhere. Haltet euch an mir fest. Was ist hier los? Wo ist die Sonne? Eine Sonnenfinsternis. Jemand hat einen Fluch ausgesprochen. Einen gigantischen Fluch. Und? Was jetzt? Wir müssen hier weg. Geister reagieren nur auf Silber und Magie. Bleib hinter mir. Ich werde versuchen, den Nebel aufzulösen.